Hallo meine Lieben, hier mal wieder ein neues Video und hier haben wir ein Objekt mit drei Zimmern, aber auf zwei Ebenen. Ja, habt ihr euch schon mal gefragt, wollt ihr lieber eine Duplex oder lieber eine Wohnung auf einer Ebene? Ja, das ist hier die Frage. Es gibt sogar Zwei-Zimmer-Wohnungen auf zwei Ebenen. Habe ich auch schon erlebt. Wie ist es bei mir? Ich weiß es nicht. Kommt immer auf die Wohnung drauf an. Aber ganz ehrlich, ich hätte es lieber auf einer Ebene. Ja, wirklich, ich hätte es lieber auf einer Ebene. Wobei man natürlich bei einer Duplex meistens den Vorteil einer Terrasse hat, wie hier auch in diesem Fall. Also diese Wohnung hat knapp 120 Quadratmeter, allerdings brutto und hat Preis 120.000 Euro. Wie immer vor Ort können wir mit den Wohnungsbesitzern verhandeln, reden, diskutieren. Wenn wir sagen, du hör zu, der hat das Geld Cash da, dann kann man natürlich mehr verhandeln, als wenn man sagt, ja, jetzt muss er erst seine Wohnung verkaufen oder also wer seine Wohnung erst verkaufen muss und jetzt schon sich was zeigen lassen will, der braucht sich bei mir bitte nicht melden. Aus Erfahrung weiß ich, dass dann alles, was ich dann gezeigt hatte, umsonst war. Weil bis die Wohnung in Deutschland verkauft ist, Deutschland ist ja nicht die Türkei, hier geht alles innerhalb von ein paar Tagen oder einer Woche maximal aktuell und die Wohnung ist verkauft. In Deutschland dauert es über 3 Monate, habe ich gehört. Ja. Und von Kosten will ich gar nicht reden. In Deutschland kostet eine Wohnungsumschreibung, habe ich gehört von Kunden, ja, 8.000 Euro etwa. Notargebühren, dies, das. Wir haben hier übrigens keine Notargebühren. Also für eine normale Wohnungsgrundbuchumschreibung brauchen wir hier keinen Notar. Also kostet euch das auch keine Notargebühren. Was wir hier haben, ist, falls ihr das Ganze gemütlicher haben wollt und, und zurück müsst nach Deutschland, dass ich das alles mache, dann müsst ihr halt eine Vollmacht machen lassen. Und das machen wir dann beim Notar. Diese gibt es beim Notar und es kostet ca. 300 Euro, da braucht man auch einen staatlich geprüften Dolmetscher dazu. Hier ist eigentlich von Staatesseite her alles so gemacht, dass euch eigentlich nichts passieren kann. Ja. Deswegen wird auch verlangt, dass ein staatlich geprüfter Dolmetscher dabei ist. Nicht, dass ich euch da irgendwas da erzähle oder irgendwas da verkaufe, was nicht stimmt, sondern der staatlich geprüfte Dolmetscher, der ist ja staatlich geprüft, hat eine Lizenz dafür, dass er euch da vertreten darf. Das dürfen beim Grundbuchamt nur die staatlich geprüften Dolmetscher, nicht irgendwelche Dolmetscher. Das muss, auch wenn ich da jetzt sage, aber ich kann doch Deutsch, ich kann es doch den Leuten übersetzen. Nein, das gilt nicht. Also ihr seht, eigentlich ist hier schon alles so gemacht, dass nichts Schlimmes passieren kann. Und wenn ihr nicht übermäßig saudoof seid, dann kann euch auch eigentlich hier nichts passieren. Ja? Und für alles andere, ich zum Beispiel, mache ja einen Vertrag immer mit den Kunden, wo auch extra drin steht, dass ich mit für alles hafte. Ja? Dass ich mit für alles hafte und der Kunde unterschreibt auch, dass er zu seinen Sachen stehen muss, was ausgemacht wurde. Ja? Wenn es heißt zum Beispiel, ja, das Geld habe ich innerhalb von 3 Wochen da, normalerweise dauert es 1 Woche, bis das Geld hier überwiesen ist. Ja? Und wenn aber dann es 3 Monate dauert, ja, das solltet ihr halt vorher überlegen. Also wir sind alle keine Kinder. Wenn wir Verträge abschließen, dann muss das alles auch Hand und Fuß haben. Und ich habe meine Maklerlizenz. Ich hafte mit meinem Namen. Und wer natürlich von irgendeinem Taxifahrer was kauft, nichts gegen Taxifahrer oder was, ja, oder bei irgendwelchen Leuten kauft, die überhaupt keine Lizenz haben und die das auch nicht mal ansprechen an ihren auf ihren zum Beispiel YouTube-Kanal, kann man doch sagen, ich habe keine Lizenz, aber ich arbeite für den und den, der hat eine Lizenz oder was auch immer, was natürlich nicht das gleiche ist, wie wenn man selber eine Lizenz hatte, weil man dann für seinen Ruf und auch für die Maklerlizenz schon Acht geben muss, dass man keinen Scheiß baut. Ja? Und deswegen mein Tipp: Seid einfach nicht doof, Leute. Seid einfach nicht doof. Ich meine, ich höre manchmal, dann wurde mir in dem Restaurant übers Ohr gehauen. Da habe ich gesagt, ja, hat das Restaurant auch eine Speisekarte mit Preisen draufstehen? Es ist Pflicht hier in Alanya, dass die Preise draufstehen.
Wenn er dann sagt, wenn der Kunde dann sagt, ja, und da stand das drin, was ich dann am Ende zahlen musste, dann sage ich, ja, warum hast du dich dann da hingehockt? Versteht ihr, Leute? Ich habe aus meiner Erfahrung gelernt, dass man nicht immer nur die andere Seite schuldig sprechen darf. Ja? Wenn jemand zum Beispiel, habe ich leider auch schon erlebt, ja? Da waren wir dann bei mir gehockt im Café, ja, und dann wurde ich voll übers Ohr gehauen bei dem Schreiner, der hat mir dann diesen Tisch, extra Tisch, wo ich haben wollte, dann für 1000 Euro gemacht, und woanders habe ich ihn dann für 400 gesehen. Da habe ich gesagt, ja, hast du dich vorher erkundigt? Hast du mal andere Schreiner gefragt? Hast du mal Preisvergleich gemacht, wie du auch in Deutschland machst? Nein, habe ich nicht. Das war mir zu zeitaufwendig. Ja. Also, was jammert ihr dann? Und hast du nicht gesagt, das darf maximal 500 Euro kosten oder irgendwas? Nein. Ja, Leute, was soll ich denn dazu sagen? Man darf doch nicht mit euch, ihr seid auch nicht blind, man muss doch nicht euch einen blinden Hund mit dazu geben, ja? Jedes Mal, wenn ihr irgendwas macht. Ihr seid erwachsene Leute. Also, diese Punkte einhalten bitte, dann passiert euch auch nichts, ja? Kauft bei einem zertifizierten Makler, also der euch berät, der muss eine Maklerlizenz haben, ja? Nicht seinen Boss oder Vertreter oder was auch immer, ja? Macht einen Vertrag, wo der Makler mithaftet, dass alles ordentlich über die Bühne geht, ja, dass er mithaftet, das ist wichtig, ja. Drittens oder zweitens, also geht nur in Restaurants, wo die Preise draufstehen, ja. Und wenn da irgendwas mies laufen sollte, wenn da plus minus 3, 4, 5 Euro, was auch immer, dann ach, scheiß drauf, ja. Aber wenn es mehr ist, sagt, ich rufe die Polizei, ja. Leute, die helfen euch hier, die Türkei hilft unseren neuen Mitbürgern oder Touristen, ja, die will ja nicht, dass das irgendwann mal keiner mehr kommt, weil da nur Betrüger hier am Werk sind, ja, und genauso ist es auch am Grundbuchamt, ja, am Grundbuchamt ist dann der staatlich geprüfte Dolmetscher mit dabei, der kostet zwar leider natürlich auch was heißt leider, der muss doch auch was verdienen, der soll da nicht umsonst seinen Job machen, dafür habt ihr eure Sicherheit, knapp um die 100, 150 Euro, ich weiß jetzt nicht, was heute ist, das war mal 1000 Lira, es war mal 1000 Lira, beim letzten Mal waren es dann 2000, beim nächsten Mal waren es 3000, ja, hier steigen halt die Preise, weil auch der Euro, das Euro-Verhältnis sich ändert, eigentlich für den neuen Mitbürger ändert sich wenig, ich habe hier Leute, die jammern, ah, scheiße, scheiße, und ich habe aber auch Leute hier, Deutsche, die dann sagen, naja, für mich hat sich ja nichts geändert. Das ist immer noch so und so viel in Euro. Ja? Versteht ihr? So müsst ihr sein. Ja? Nicht jammern, 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 jammern. Ja? Und wer halt jammert, du bist doch freiwillig hier. Also wir hätten dich gerne hier als neuen Mitbürger, aber du bist doch freiwillig hier. Dann geh halt in ein Land, wo halt nichts negativ ist. Ja? Was hat mir einer neulich erzählt, warum er aus Spanien abgedüst ist, ja? Auch ein wunderschönes Land natürlich, Griechenland auch. Spanien ist er abgehauen, weil er ein paar Mal im Jahr in Deutschland ist und hat dann sein Haus in Spanien wieder verkauft, weil er ein paar Mal im Jahr in Deutschland ist, dies die Gefahr bringen könnte, dass da jemand einfach so in das, Anführungsstriche, aktuell leere Haus einziehen könnte. Ja, stell dir mal vor. Und den kriegst du dann nicht mehr raus. Ohne Scheiß, Leute. Das ist unfassbar, unfassbar. Das ist ja schon älter, diese Nachricht, habe ich ja schon mal erwähnt. Ja, aber dass es so hart ist, dass du praktisch, ich habe so viele Leute hier ein halbes Jahr dann die Wohnung leer stehen lassen. Stell dir mal vor, da würde dann hier einer einziehen. Ey, der würde festgenommen werden als Einbrecher. Ja, und in Spanien sagt man dann, ja, du darfst drin bleiben, der darf dich nicht mehr rausklagen. Ey, Alter, gut, viel Spaß, geh da rüber. Oder anderer Fall. Ich will jetzt hier wirklich andere Länder nicht schlecht machen, aber ich sage euch nur die Wahrheit. Kunden von mir, Mieter, Deutscher, über ein Jahr lang sein Elektrofahrrad hier in Alanya rumgefahren. Und dann hat es ihm halt wegen der Mieterhöhung dann nicht mehr gefallen. Ich sage ja immer, kauft was, ja, kommt nicht als Mieter. Was passiert? Ein Tag in Bulgarien, weil da die Mieten billiger sind noch. Und sein Elektrofahrrad wurde geklaut, ja. Der ist hier in Alanya rumgefahren, hat es vor den Geschäften stehen lassen, abgesperrt natürlich. Und nichts passiert, ja. Und da geht er einen Tag
nach Bulgarien und das Fahrrad gleich geklaut. Oder was haben mir die anderen gesagt, die in Paraguay waren und da 30.000 Euro verloren haben und dann in die Türkei gekommen sind. Du musst da mit einer Waffe rumlaufen. Ey, Alter, ich will in kein Land rumlaufen, wo ich leben oder auswandern, wo ich mit einer Waffe rumlaufen muss. Ja? Oder was hat er erzählt? Wenn da die Geldautomaten aufgefüllt werden müssen, sind da so Polizei, zwei LKWs mit 20 Polizisten drauf, mit Maschinengewehren, dass die nicht überfallen werden. Ja? Ey, hier kommen sie alleine oder zu zweit, das sieht man ja öfters, in so ein Auto ohne Fenster und laden die Geldautomaten voll und keiner da irgendwie mit Polizist oder Gendarme oder sowas. Das ist hier undenkbar. Undenkbar. Oder wie oft habe ich schon mitbekommen, ach, ich habe meinen Geldbeutel da liegen lassen und dann haben sie mich angerufen und dann war alles noch drin, sogar die Euros. Also das ist, muss ich schon, also ich muss aber dazu sagen, also in anderen Gegenden in der Türkei kann das natürlich auch passieren, dass die dann den Geldbeutel nicht mehr zurückgeben. Ja, Istanbul zum Beispiel, ja, oder andere Städte. Deswegen finde ich es auch hier so geil. Ja, ich habe mit meinem Oldtimer Granada oft nicht abgesperrt, weil die Funk Türschließer kaputt war, immer offen, ja, oder Fenster offen gelassen, damit es halt nicht so heiß wird, dann, wenn ich zurückkomme. Und alles noch da, ob es USB-Stick ist, Autoradio, was auch immer, alles noch da. Ja, verstehst du? Ach, das ist geil, ja, das macht Spaß, ja. Und wenn dir mal hier was passieren sollte, da rennt jeder und hilft dir. Auch die kränkelnde Oma rennt hin und hilft dir, das weiß ich, habe ich alles hier mitbekommen, ja. Deswegen bin ich gerne hier, ja. Was sind die negativen Sachen? Ja, wir haben einfach keine Handwerker aktuell. Gute Handwerker haben wir einfach nicht. Nur noch Spasten, die keine Ahnung haben, ja. Die nur schnell und Geld haben wollen. Aber ich habe gehört, in Deutschland ist das mittlerweile auch so. Naja, ich weiß nicht, ob es so schlimm ist. Aber wenn du deinen Heimwerker hast, den du halt immer wieder hast, und der weiß, der Kunde zahlt gut, der Kunde zahlt gleich, der Kunde braucht mich immer wieder mal, dann ist natürlich auch anders, dass dann machen die auch gute Arbeit. Also das ist, ach Leute, was soll ich denn sagen? Jetzt schauen wir uns erstmal die Wohnung an. Hier Indoor-Pool haben wir auch. Also es ist eine Duplex-Drei-Zimmer-Wohnung und Hammam haben wir auch. Also ihr habt hier alles, was das Herz begehrt. Und für alle, die immer trotzdem immer jammern müssen. Ach ja, der Hinweis dazu, das ist alles noch Baustelle. Es ist fast fertig. Also es ist fast fertig, aber man sieht noch, an vielen Stellen wird noch gearbeitet. Also seid nicht traurig, sauer, wenn da noch, wie hier zum Beispiel, noch Kalkspuren sind. Und es wird natürlich noch alles beseitigt. Indoor-Spielplatz, das ist der Eingangsbereich, also wie ein 5-Sterne-Hotel, ja. Dann haben wir noch Fitnessraum. Und jetzt schauen wir uns mal die Wohnungen an. Hier haben wir die Küche, da wird noch gestrichen. Das mit dem grauen Akzent finde ich sehr schön. Und auch schön groß, ne? Also Wohnzimmer mit Küche, schön groß. Und da wäre das Agdenes Park, der neue Einkaufszentrum. Da war ich jetzt neulich wieder, haben wir gegessen, eingekauft und der Strand ist in der Nähe. Und da ist auch der Samstagsmarkt. Ihr seht aber, es wurde gezoomt, also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt ganz nah. Nein, also am Geländer seht ihr, es wurde gezoomt und es ist etwa, kann sagen, 7 Minuten zu Fuß zu diesem wunderschönen Park. Und ach Leute, ich weiß auch nicht, mir gefällt es hier sehr, sehr, sehr gut. Ja. Viele machen halt hier auch den Fehler, es gibt, also ich habe hier Rentner, die sind 80, über 80 und sind toll, unterhaltsame, lustige, mega, also wirklich voll interessante Leute, da kannst du, da braucht man über Alter gar nicht reden, mit denen kannst du gerne folgen, aber dann gibt es halt Gruppen, voll die lahmarschigen, deutschen, ausgesaugten Ränder, wo da gar nichts mehr drin ist oder nur noch Schwachsinn. Also ihr müsst halt hier unterwegs sein mit guten Leuten, die auch geistig halt euch unterhalten. Ja? Aber ist auch in Deutschland genauso. Viele machen den Fehler. Ich kenne auch Leute, die waren dann halb so alt wie die Leute, mit denen sie ständig unterwegs waren. Und ich habe denen gesagt, du, irgendwann wirst du dann sagen, findest hier nicht so unterhaltsam, weil du halt mit bestimmten langweiligen Leuten abhängst. Ja? Sorry, dass ich
Ich bin wirklich manchmal halt so direkt, ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht gesagt, dass alle deutschen Rentner langweilig sind. Auf keinen Fall. Ich habe hammer fitte, gute Leute, die, was heißt fit? Die müssen auch körperlich gar nicht fit sein. Geistig ist wichtig. Dann kannst du mit denen reden. Ich habe mit einem geredet, der hat mir Sachen erzählt über, der war halt Maschinenbauingenieur bei Hoesch und wie heißt die? Naja, auf jeden Fall. Hatte mir halt erzählt, wie sie das entwickelt haben und das entwickelt haben und die Firma das nachgemacht hat. Und am Ende haben es die Chinesen aufgekauft. Und hammer interessante Sachen. Mensch, solche Sachen sind sehr wichtig, ja. Und aber dann gibt es wieder welche, hockst du da nur rum? Ja, trinkst dann sein Bier? Ja, wie willst du mit solchen Leuten glücklich werden? Ja? Wie willst du mit solchen Leuten glücklich werden? Dann hat er so eine fette, hässliche, dumme, langweilige Frau noch daneben hocken, die ihn nachahmt. Verstehst? Ey, was willst du mit solchen Leuten, die auch in Deutschland schon nichts erreicht haben und langweilig waren? Wie kannst du nur mit solchen Leuten hier an einem wunderschönen Ort mit blauem Meer rumhocken? Da gefällt es einem natürlich nicht. Ja? Da kann ich auch wieder dazu sagen. Keiner zwingt euch hier zu sein. Wir sind aber froh, wenn ihr hier bleibt. Wir sind, also ich muss dazu sagen, hier, weil es ja so selten erwähnt wird, ja, die leben hier von euch, ja, die brauchen euch, ja. Und natürlich könnt ihr dann auch langweilig und doof sein. Das ist egal. Ihr müsst ja nicht dann neben mir hocken, versteht ihr? Und deswegen bitte ich euch, ja, erwartet nichts von Alanya, keine Wunder, keine Zaubereien oder sowas, ja. Erwartet das nicht von Alanya. Denkt nicht, wenn ihr in Deutschland langweilige Volltrottel wart, mit fettem Bierbauch und hässlich und ungepflegt, dass dann hier alles auf einmal anders wird. Nein, ihr bleibt hier genauso hässlich und ungepflegt und langweilig mit Bierbauch. Ihr bleibt genauso, ja. Ihr müsst an euren Leben arbeiten, da könnt ihr auch vielleicht in Deutschland sogar glücklich werden. Da wird halt einen noch schwerer gemacht, ja. Hier nicht, also hier hätte man in dem Fall auch Blick auf die Schule und auf die Berge und da wird natürlich was gebaut, braucht ihr gar nicht fragen. Und ja, hier eines der weiteren Zimmer und hier der Aufgang zum oberen Bereich. Wir haben zwei Toiletten, hier eines davon und schön groß auch. Und wie schon gesagt, es ist alles noch Baustelle. Die Folien an den Fenstern sind noch dran. Und hier nochmal ein Balkon. Hier das Gebäude von außen. Ja, das ist halt Mahmutla, das ist halt nun mal Hochhausgegend. Was wollen wir da machen? Und hier nochmal. Aber lieber wohne ich in einem Hochhaus. Und das sind ja moderne Hochhäuser. Und Alanya ist ja kein Erdbebengebiet. Also schweres Erdbebengebiet ist es nicht. Hier wackelt natürlich auch manchmal der Boden, aber alles im kleinen Rahmen. Erdbebengebiete werden halt Istanbul leider und im Osten der Türkei. Alanya ist zum Glück keins. Und das hat man schon gesehen. Also eigentlich was Schönes und der Preis ist okay. Ja, der Preis ist okay. Es ist ja nagelneu. Nagelneu und mit Hammam, Sauna und so weiter. Das sind schon Punkte, die den Wert steigern. So, jetzt habe ich leider viel zu viel wieder gelabert. Und ja, Leute, wegen Auswandern. Ein wichtiger Tipp von mir, einfacher Tipp, ja, wichtiger Tipp, bitte macht das so. Ja. Wisst ihr noch nicht, in welches Land? Dann macht doch einfach mal dieses Jahr, wenn ihr Pagare habt, in verschiedenen Ländern Urlaub, wo euch das gefallen könnte, für immer zu leben. Das heißt, als Beispiel Spanien, mach doch mal da, auch in der Gegend, wo du auch wohnen würdest, ja, nicht, dass du Barcelona und dann willst du nach Denia im Süden dann leben, das geht nicht. Also ihr solltet schon im Umkreis von 10 Kilometern da dann Urlaub machen, wo ihr auch auswandern wollen würdet. Also nicht Istanbul anschauen und dann nach Alanya auswandern. Nein, ihr müsst euch Alanya anschauen. Ja? Also schaut euch ein paar Gegenden an. Bulgarien, Rumänien, wo auch immer. Warum denn nicht? Ne? Russland, warum denn nicht? Ne?
Schaut euch ein paar Gegenden an. Ich kenne sogar Leute, die sind in die Ukraine ausgewandert, ohne Spann. Ich kann euch Geschichten erzählen. Leute, ich bin 57, ja. Man sagt immer, Alter schafft Weisheit oder sowas. Kann ich nicht bestätigen. Es gibt so solche und solche. Okay, Leute, seid ihr weise, hört auf meine Tipps, schaut euch alle Länder genauer an und dann könnt ihr am Ende sagen, na, Alanya ist doch nichts für mich. Mir gefällt es da nicht, dass die Tomaten da so günstig sind und so schön sind. Doch, vielleicht Italien. Vielleicht Italien. Ja, dann frage ich mich, warum habe ich italienische Kunden? Ja, weil sein Onkel hatte eine Konditorei in Italien und das wurde niedergebrannt von der Mafia. Ja, das gibt es immer noch in Italien. Wir haben es hier in der Türkei geschafft, zum Glück. Ja. Im Osten der Türkei könnte es noch von verschiedenen Bevölkerungsgruppen interne, so mafiöse Strukturen geben, wo keiner da reinschauen könnte, die aber natürlich auch nicht außen agieren dürfen, sonst fällt das Auge auf die und dann wird es zerschlagen. Also ich weiß nicht, wie hier in der Alanya mit Mafia oder so, wenn ihr irgendwas mit Mafia habt, geht zu Gendarma, die klären das sofort und gerne. So, jetzt genug gelabert. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.